Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme das jetzt mal ein bisschen runter. So, ich weiß, dass dieser Mundschutz nicht hilft vor den Coronaviren, das weiß ich. Aber dennoch werden wir ab heute, wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, mit Mundschutz rumlaufen und auch Handschuhe anziehen in der Öffentlichkeit und diese dann wieder ausziehen. Einfach, damit wir uns nicht ins Gesicht fassen. Wenn ich so diesen Mundschutz habe, das erinnert mich halt immer daran, dass ich mir nicht ins Gesicht fassen soll. Und deswegen machen wir das. Wir sind in NRW, für die, die uns hier jetzt, oder die mich nicht kennen, die meinen Kanal noch nicht gesehen haben. Und hier in NRW ist es ja mit am stärksten betroffen vom Coronavirus hier in Deutschland. Zurzeit gehen ja stündlich neue Nachrichten ein, welche Schulen jetzt geschlossen bleiben ab nächste Woche. Und ja, ich finde es auch gut so, um das einzudämmen. Ich weiß, es wird immer noch viel gelacht über den Coronavirus und viele finden das übertrieben. Es geht hier nicht darum, uns zu schützen, sondern es geht darum, um unsere Großeltern, Schwiegereltern, Eltern, die lieben Nachbarn oder Risikopatienten zu schützen. In Italien ist ja alles lahmgelegt und es ist halt, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden, damit die Beatmungsgeräte frei sind für die Menschen, die eine schlimme Lungenentzündung durch den Coronavirus entwickeln, dass sie beatmet werden können. Darum geht es. Man kann der Infektion vom Coronavirus jetzt quasi nicht mehr ausweichen. Bis zu 70% in Deutschland soll sich infizieren. Das steht schon fest, habe ich gelesen. Das ist unaufhaltsam jetzt, aber man kann es halt versuchen zu verlangsamen. Und deswegen haben wir unsere ganzen privaten Veranstaltungen, sag ich jetzt mal, abgesagt. Wir gehen halt noch arbeiten, weil Geld verdienen müssen wir alle, solange wir es noch können. Dazu komme ich gleich auch noch. Wir sind selbstständig und das Coronavirus hat jetzt auch schon große Einschnitte in unseren Arbeitsalltag. Ja, also was wir jetzt halt jüngst abgesagt haben, ist zum Beispiel das Hundetraining. Ich gehe ja normalerweise samstags auf den Hundeplatz mit unserem Hund und wir üben für die Begleithundeprüfung. Das habe ich jetzt abgesagt, das werden wir nicht mehr machen. Ja, Geburtstagsfeiern und sowas alles, wird alles lahmgelegt, wir bleiben einfach zu Hause. Wir werden heute den Zaun bei uns im Garten richten, also wir haben ja einen Garten und der ist an drei Seiten eingezäunt. Und wir werden heute die vierte Seite zumachen und mit einem Tor weitestgehend, wenn es jetzt nicht in Strömen regnet, werden wir das zumachen. Einfach, wenn wir in Quarantäne kommen sollten, dass wir halt wenigstens mit dem Hund in den Garten gehen können, weil soweit ich weiß, darf man auf dem eigenen Grundstück sich aufhalten. Also da geht ja kein anderer hin außer wir, weil mit dem Hund muss man ja rausgehen. Also wenn ihr da andere Informationen habt, wie man das regeln kann, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich hatte auf Facebook auch sowas gelesen wie, dass man den Hund dann ins Tierheim geben muss, aber wenn jetzt hier, sag ich mal, 500 Familien in Quarantäne müssen, wo sollen denn dann 500 Hunde hin? Also wenn diese Familien alle einen Hund hätten, das wäre ja Wahnsinn. Und auch, das sollen wir den dann da hinbringen, obwohl wir in Quarantäne schon müssen? Ich weiß es nicht, aber ja, wir machen halt den Garten dicht, dass wir da hingehen können, dass wir auch nicht mehr auf die Hundewiese müssen, halt einfach um Menschen aus dem Weg zu gehen, Menschenmengen, Menschenmassen, fremden Menschen. Und ich war bis jetzt noch nicht draußen mit dem Mundschutz. Ich könnte mir vorstellen, dass es extreme Verunsicherung bei den Menschen auslöst. Der Bernd ist sowieso gerade eben einkaufen. Und der hat einen Mundschutz auf, der wird euch das gleich bestimmt mal erzählen. Wie war es mit Mundschutz in der Öffentlichkeit? Ich bin dann rein, aber direkt in Oma kennen, die sich darüber aufgeregt, alle durchdrehen. Und dann habe ich noch von hinten so gesagt, zu Recht. Und die hatte mich so angeguckt, die hat kein Wort mehr gesagt, wo sie da im Laden war. Ja, ansonsten halt doof geguckt, aber mir ist im Grunde scheißegal, wenn die Leute doof gucken. Ja. Ja. Für 79 Cent. Probieren wir aus. Hier. Dann habe ich so Blumenkohlschnitzel noch mitgebracht. Die haben nur halb so viel Fett wie die anderen Schnitzel, die wir sonst immer haben. Okay. UEFA sagt alle kommenden Europapokalpartien für die ganze nächste Woche ab und zukünftig auch noch.
gerade die nahe keine Champions League, keine Europa League mehr. Das wird alles nach und nach eingestellt. Ja, ich habe heute auch gelesen, also ich weiß nicht, ob das so stimmt, ne? Aber es kann halt bis zu 1,5 Jahre dauern, bis das alles wieder seinen Normalstand nimmt. Denn das haben die auch in den Nachrichten gesagt, dass jetzt nicht die schwierige Entscheidung ist, die Grenzen zu schließen oder die Schulen zu schließen, sondern die schwierige Entscheidung ist, die wieder aufzumachen. Weil ab was für einer Infektionsrate, wenn die jetzt so irgendwann gleichbleibend ist oder vielleicht auch ein bisschen runtergeht, ab wann entscheidet man denn, dass man alles wieder aufmacht und normal vonstatten geht. Ne? Also unser Urlaub in Ungarn ist ja jetzt auf jeden Fall dahin. Also das dauert jetzt noch 3 Wochen bis dahin. Und die Ungarn macht ja jetzt schon die Grenzen dicht für Österreich und so. Und die haben ja noch weniger Infektionen als wir hier in Deutschland. Und Amerika hat alles zugemacht. Also ich glaube nicht mal, dass wir im Sommer nach Ungarn fahren können, glaube ich. Ganz ehrlich, ich weiß, es ist voll doof für viele, regen sich auf, dass jetzt unser Privatleben so beeinträchtigt ist, aber denkt an die Menschen, die euch lieb sind, die Risikopatienten sind. Versucht, eure Aktivitäten etwas einzudämmen, euch zu schützen. Wir hatten ja schon, oder ich hatte schon Anfang Januar oder Mitte Januar Videos zum Coronavirus gemacht. Da habe ich euch diese FFP3-Masken, die wir uns geholt haben, unsere Schutzbrillen verlinkt und die sind jetzt natürlich alle restlos ausverkauft. Also die wären wahrscheinlich sowieso ausverkauft gewesen, aber viele von euch haben sich die auch noch bestellt. Ja, ob die uns nun helfen, wissen wir nicht, aber wir sind froh, dass wir die haben und wir würden sie auch immer wiederholen. Die Gesundheit geht vor. Ich bin jetzt mal aus dem Laden rausgegangen. Da kamen jetzt ganz viele Kunden und ja, dann kann ich immer so schlecht Videos machen. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also zu den Hamsterkäufen wollte ich noch sagen. Ihr wisst, wir machen Krisenvorsorge jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr oder 2 Jahre schon, ich weiß es gar nicht genau. Und ja, sind sehr dankbar, dass wir das damals gemacht haben, obwohl wir gehofft haben, dass wir diese Krisenvorsorge, die wir betrieben haben, niemals brauchen werden. Nun ist doch dieser unwahrscheinliche Fall eingetreten, dass wir es wahrscheinlich brauchen werden und eine Quarantäne haben werden. Ja, bezüglich der Hamsterkäufe. Ich würde schon fast sagen, jetzt ist es zu spät. Also wer die belächelt hat, die Krisenvorsorge betrieben haben und nicht vorgesorgt hat, könnte am Ende ja schlecht dastehen. Was ich nicht hoffe, also es soll jetzt hier nicht so rüberkommen, so wie ihr mir damals in die Kommentare geschrieben habt, dass wir doof sind und so. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich sage, ihr seid doof. Aber es könnte jetzt zu spät sein, einfach für Hamsterkäufe. Es ist so viel ausverkauft, Nudeln und so. Hier in NRW ist fast nicht mehr dran zu kommen. Wir wollten gestern einfach eine Brotbackmischung holen. Ich hatte euch mal unseren Brotbackautomat gezeigt und dass der halt so nach Schimmel riecht ein bisschen und dann wurde uns gesagt, mach doch einfach mal ein Brot, oh, wie auch immer, vielleicht wird der dann so frei gebacken oder so und das wollten wir ausprobieren. Es gibt keine Brotbackmischung mehr, hier zumindest nicht in unserem Ort und ja, so sieht's aus. Es ist sehr viel ausverkauft und ich habe viele Kunden, die in Supermärkten arbeiten und die sagen auch, dass es noch lange dauern kann, bis da wieder Nachschub kommt, weil die Lager einfach zum Teil leer sind und nicht auf diesen Ansturm gefasst waren. Die haben so viel mehr Umsatz, die Supermärkte jetzt, durch diese Hamsterkäufe, dass sobald die irgendwas aus dem Lager nach vorne stellen, zum Beispiel Desinfektionsmittel, das ist sofort ausverkauft. Und das wird auch erstmal so bleiben, gehe ich mal davon aus. Ja, wie sich jetzt der Coronavirus auf unsere Arbeit auswirkt, das kann ich euch auch sagen. Also ich habe ein Nagelstudio und mein Mann ein E-Zigarettengeschäft, was beides in einem ist. Oder wir beide haben das, wie auch immer. Wir sind halt selbstständig. Und
mit diesem E-Zigarettengeschäft ist es so, dass die meisten Hardware-Produkte, also halt die E-Zigaretten, die Ersatzteile dafür, das wird in China produziert und wird dann hier für den deutschen Markt abgenommen und zugelassen. Und ja, in China stand alles wochenlang still. Ich weiß nicht, ob es immer noch still steht, ich glaube schon. Jedenfalls ist es so, dass sehr viel ausverkauft ist, schon seit Wochen. Ich habe Glück, mein Mann war so klug, hat sehr, sehr viel bestellt, weil wir uns bewusst waren, dass es kommen wird. Wir haben noch ein großes Lager und können noch Produkte verkaufen. Es gibt aber noch zwei weitere E-Zigaretten-Shops hier in unserem Ort, wo wir sind. Und die sind teilweise ausverkauft. Das heißt, die Menschen, die dort in dem anderen E-Zigaretten-Geschäft kaufen, kommen jetzt zu uns und kaufen bei uns ihre Ersatzprodukte ein, die sie brauchen, oder Ersatzteile, die sie brauchen, die sie woanders nicht kriegen. Das bedeutet aber auch, dass wir bald auch ausverkauft sind, weil wir halt sehr viel mehr zu tun haben. Die Leute horten, was das Zeug hält, falls sie in eine Quarantäne kommen. Es ist unglaublich. Und manche Sachen, ja, werden halt vor Juni oder Juli nicht nachgeliefert. Und das ist mit vielen anderen Sachen auch so, die in China produziert werden. Das werdet ihr ja jetzt langsam merken, wenn nicht spätestens im April, dass die Sachen nicht mehr nachkommen. Und ja, was das für die Wirtschaft bedeutet, kann sich jeder selber ausrechnen. Für uns bedeutet das, wenn wir jetzt monatelang keine Ware bekommen und nichts verkaufen können, dass wir keine Umsätze machen, logischerweise. Und dafür gibt es natürlich auch keine Versicherung. Ja, wie man das dann überbrücken kann, das ist wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich, je nachdem, wie groß die Rücklagen sind. Aber es ist natürlich ja eine immense Belastung. Und es wird ja auch immer gesagt, die Arbeitnehmer brauchen sich keine Sorgen machen. Hier Lohnfortzahlungen und sowas alles gibt es dann. Aber wenn jetzt ein Arbeitgeber wochenlang nicht verkaufen kann oder nicht produzieren kann oder nicht arbeiten kann, sag ich jetzt mal handwerkliche Betriebe oder so, und nichts einnimmt, kann er das ja auch nur zum bestimmten Zeitraum vorstrecken, die Gehälter und die Mieten und die Versicherungen und die Steuern, Steuervorauszahlungen und das alles. Irgendwann ist halt Ende bei vielen Menschen. Nicht jeder Selbstständige hat unerschöpfliche Geldquellen im Keller oder einen Esel. Und ja, wenn er nicht mehr vorstrecken kann, weil das muss ja erstmal passieren, das muss man ja dann beantragen, dass man diese Gelder wiederbekommt, von wo auch immer, keine Ahnung. Aber wenn halt das Geld von dem selbstständigen Menschen alle ist, dann kann er auch nicht mehr vorstrecken. Und ich habe von einem Fall gelesen, dass irgendwie bei der Influenza-Welle oder so, da musste ein Mensch, der halt mehrere Angestellte hatte, 1,5 Jahre auf die Ersatzzahlungen warten. Ja, er konnte es, er hat Glück gehabt, aber er hat dann auch geschrieben, im Moment, wenn das jetzt so schlimm kommt, wie er glaubt, könnte er das nicht nochmal alles so vorausstrecken und 1,5 Jahre warten auf die Rückzahlung. Ja, also, wenn demnächst sehr viele mittelständische Betriebe ja einfach nicht zahlungsunfähig sind, das ist so. Ach Mann, ey, das ist wirklich eine riesige Zwickmühle, sag ich euch. Ich habe jetzt wohl gehört, dass wenn wir selber in Quarantäne müssten, Bernd und ich, und nicht mehr arbeiten könnten, wenn das eine offizielle Quarantäne wäre und zum Beispiel unsere Mitarbeiter auch krank wären und in Quarantäne, dann würden wir wohl von dem Steuerbescheid vom letzten Jahr den Verdienstausfall bekommen. Allerdings ist das ja dann das, was wir bekommen haben, abzüglich von allem. Also da müssen wir dann halt, ich sag jetzt einfach mal Betrag X, wenn wir jetzt 5.000 Euro im Monat kriegen würden, nach Abzug von allem, und das dann von dem, welcher Stelle auch immer, ersetzt bekommen, weil wir in Quarantäne waren, dann müssen wir davon aber halt auch die Miete bezahlen, die Versicherung bezahlen, die Krankenversicherung bezahlen und alles Mögliche bezahlen, sodass halt kaum was überbleibt. Ich meine, das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Ich dachte ja, wir bekommen gar nichts. Aber ja,
Ich weiß auch nicht, Leute. Ich habe halt echt im Moment, wir denken sehr viel daran. Also ich habe jetzt nicht Angst, so unwahrscheinliche Angst, dass ich den Coronavirus bekomme vor dem Virus an sich. Ich habe halt Angst, was heißt Angst? Bedenken vor dem, was das alles auslöst. Ne? Für die Wirtschaft, für die Bekannten und Familienangehörigen, die vorbelastet sind. So, ich muss jetzt schnell nach Hause rennen oder hier zur Arbeit rennen, weil es total angefangen hat zu regnen. Ja, ich werde jetzt das Video hier erstmal beenden. Ich werde eine Playlist machen hier zum Coronavirus in NRW. Ich weiß noch nicht, wie ich die nenne. Irgendwie so Wir in NRW Updates oder so. Denn es wird bestimmt nicht das letzte Coronavirus-Video sein hier auf meinem Kanal, da ich ja, Mann, die wird gar nicht hell, da ich halt hier ja sehr betroffen bin, dadurch, dass wir in Nordrhein-Westfalen sind. Ja, gut. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare zum Thema Coronavirus, eure Vorsorge, was ihr macht, gemacht habt zum Thema Krisenvorsorge oder machen werdet, ob ihr meint, die Schulen sollten schließen oder nicht, ob ihr das übertrieben findet oder nicht. Ja, ich finde es nicht übertrieben. Alleine um den Schutz unserer Lieben sollten wir ja alles Mögliche tun, die dass es nicht so hoch schnell ansteigt mit den Infizierten. Dass genug, wie heißen die, Intubier-Dinger da, wie heißen die denn, die Beatmungsgeräte, dass sie nicht ausgebucht sind im Krankenhaus, sondern dass es so langsam ansteigt mit der Infektion und dann halt länger dauert, dass alle das hatten und dann halt wieder abebbt, als wenn jetzt alle auf einmal das bekommen und es nicht genug Beatmungsgeräte gibt. Gut, in diesem Sinne, meine Lieben, danke ich euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!